Hellebarde und eine Seele eines namenlosen Soldaten. Praise the Sun. Haben wir eine schöne Aussicht hier? Oh ja. Sehr schön. Nochmal, da hinten ist noch ein Gebäude. Ja. Riesige Statuen. Ja, er hat die Hand verloren. Oh, warte einmal. Ne, doch nicht. Ich dachte, das Schwert hier, dieses riesige Schwert, sieht so ähnlich aus wie das Schwert von der Statue in Dark Souls 1, die zerstückelt ist in der Nähe von Solaire. Aber, Nö, nicht wirklich. Der Griff war anders. So, und hier haben wir jetzt eine Nebelwand. Und wir haben nicht mehr so viele Seelenpfeile. Das heißt, ich benutze mal einen davon und gucke, was passiert. Oh, es stellt ganz schön viele wieder her. Das ist gut. So, Life Gem. Gucken wir mal. Enter the Mist. Und es ist gar kein Boss. Dafür aber ein Ding, das ich hätte... Oh! Ein Ding, das ich hätte anzünden können. Du lebst ja noch. Oh oh. Au. Nein, es lebte nicht, aber neben ihm lebte etwas anderes. Weg. So, noch zwei Titanite Shards. Sehr gut. Wo zum Geier bin ich hier? Großes Lederschild, Life Gem und Try Jump Attack. Und es hat 196 Bewertungen bekommen. Jump Attack. Ich habe, glaube ich, keinen Jump Attack. Weil ich kein Schwert habe, kann das sein. Also Jump Attack in Dark Souls 1 war... Laufen und eine schwere Attacke. Das hier ist die schwere Attacke von meinem Dings. Das ist die schnelle von meinem Dolch. Das ist die schwere von meinem Dolch. Wenn ich jetzt laufe und schwere Attacke beim Dolch mache, macht er eine schwere Attacke. Muss ich wirklich springen dazu? Das hatte ich eben auch schon versucht. Da kam keine neue Attacke bei raus. Aber man sieht dahinter was. Also wenn ihr wisst, wie das hier funktioniert... Oder was genau ich bei der Sprungattacke falsch gemacht habe, dann immer her damit. Und derweil schaue ich mich einfach mal weiter um. Erste Abkürzung freigeschaltet. Feuerpfeile mal 10. Sehr gut. Und hier sind wir jetzt quasi direkt beim Leuchtfeuer. Deswegen gehe ich da nach oben, aktiviere das Leuchtfeuer, um alle meine Zaubersprüche wieder zu bekommen und meine Tränke wieder zu bekommen. Und dann können wir diesen Fahrstuhl da mal ausprobieren. Da, benutze. Runter. Schwusch. Oh, stopp. Hoch. Hab eine Kleinigkeit vergessen. Ich hätte gern die Fackel wieder angezündet. Toggle. Ja. Um das andere Fackelding anzuzünden, das wir gerade gesehen haben. Ja, nur für den Fall, dass irgendwann wir mal irgendwo Feuer brauchen und dass wir dann schön viel überall verteilt haben. Weil es muss irgendwas bringen, es kann nicht nur für Licht sein. Also ich hatte schon mal erwähnt, dass man später in Gebiete kommt, die ziemlich dunkel sind und da hilft es wirklich beim Licht. Aber das hier, nee. Kann ich dich bitte hauen? Ah, okay. Du wirst nicht mal angezündet, das ist doof. So, weg mit dir. Steht hier. Despair ahead. Das klingt nicht gut. Ach so. Dass das ein Troll. Und der hat nur so viele Wertungen bekommen, weil er ein sehr guter Troll ist. Und diese Despair ahead-Nachricht warnt nur davor, dass man da verzweifelt, weil es gar nicht funktioniert. Das könnte wirklich sein. Und dich haben wir angezündet. Hier. Klick. Wir fahren jetzt runter. Wir fahren aber nicht zu diesen komischen Feuerfröschen. An denen fahren wir vorbei und noch tiefer. Und hier hin. Kann
Kann man da unten was sehen? Nee, dann will ich da auch nicht hin. Komische Nische. Oh, hallo. Tür, die abgeschlossen ist. Kann ich da hauen? Nö, okay. Was haben wir hier? Touch Summon Sign, Touch Summon Sign. Damit könnte ich jetzt andere Spiele herbeirufen, um den Boss zu schaffen. Riese voraus, Schwäche Bein. Nö, ich will aber keine Spiele herbeirufen. Ich will das alleine versuchen. Klick. Okay. Hallo. Das scheint der letzte Riese. Ja. Das ist also eine Riese. Und diese Baumversion ist einfach nur ein verholzener Riese. Wo die Leiche einfach da war und sind Bäume drauf gewachsen. Und der hat ein Steinschwert im Bauch. Was genau sagt das über diejenigen aus, die ihn getötet haben? Die haben mit Steinwaffen gekämpft? Das klingt irgendwie komisch. Aber hey, es läuft super. Magier sind toll. Noch. Du machst irgendwas mit deinem Arm. Das ist... Ach. Vier von den großen habe ich nur noch. Roll weg. Eins. Zwei. Nicht gierig werden, Girogon. Du weißt, was passiert, wenn du gierig wirst. Du stirbst. Okay. Das war einfach nur zu nah dran. Wechseln und tot. Bye bye. Das ist viel, viel einfacher, als wenn man Nahkämpfer spielt. Die Seele des letzten Riesen und ein Soldatenschlüssel. Okay, erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Da ist ein Bloodstain von jemandem, der in der Ecke gestorben ist. Wahrscheinlich ein Nahkämpfer. Hier ist nichts, da ist nichts. Nö, hier scheint nicht zu sein, außerhalb eine Kampfarena. Und der Schlüssel ist vermutlich ganz schön viele Summoning Signs. Für hier. Nee, ist er nicht. Okay. Schlüssel. Soldier Key. Öffne die Soldatentür in dem Wald der Riesen. Okay. Und ich glaube, ich lasse auch mal mein Summoning Sign hier. Einfach nur mal so aus Jux und Dollerei. Weil der Boss ist echt gut machbar. Da. Also der Boss ist echt gut machbar. Und vielleicht greifen so noch ein paar Seelen ab. Trotzdem würde ich mich vorher gerne heilen. Ah. Dann hier wieder hoch. Und... Oh, ich werde jetzt schon beschworen. Das ging ja schnell. Ich hoffe, er redet nicht so viel wie der andere. Wir wollen töten, verdammt. Wir wollen keinen Smalltalk halten. Dafür habe ich andere Menschen. Hier bin ich, um zu töten. Du hast schon einen anderen beigerufen. Mild-mannered Pete. Pate! Pate! Hey! Hallo, Pate! Hallo, Typ mit magischem Schwert. Und das ist der Pate. Hm? Also der NPC. Sie hat einen NPC herbeigerufen. Und ich hoffe, sie stirbt jetzt nicht. Die darf nicht sterben. Pate ist vollkommen egal. Ja, genau. Pate kann einen Fuß abbekommen, ist alles gut. Aber sie darf nicht sterben, sonst kriege ich keine Seelen. Und der kleine Spruch ist einfach nur doof. Also entweder macht er wesentlich, wesentlich weniger Schaden an dem Boss hier. Oder es kommt daher, dass wir jetzt zu dritt auf den Boss einschlagen. Und dass er dann einfach stärker ist. Was ich mir echt gut vorstellen kann.
Nein! Der Boss ist tot! Ja, okay. Sollte mich nicht aufregen. Ich leg nochmal einen Summoning Sign hin. Vielleicht versucht sie es ja nochmal und ist diesmal ein dicken schlauer. Aber das ist völlig ungerechtfertigt, was ich jetzt gerade tue. Also sie kann nichts dafür oder er oder was auch immer. Am Anfang weiß man halt nicht, wie man sich verhalten soll im Multiplayer. Oh, hallo, hey, hey. Weißt du, wie man sich verhält im Multiplayer? Genau du. Wow, one hit. Okay. Also am Anfang weiß man halt nicht, wie man sich verhalten soll. Als Meister der Welt sozusagen. Und was man machen soll und was nicht. Und sie ist doch ein wenig ungestüm da rumgeturnt. Eigentlich verlässt man sich dann eher auf die Mitstreiter. Weil wir sind... ist vollkommen verkraftbar, wenn wir sterben. Das tangiert sie absolut nicht. Sie verliert nicht irgendwie Seelen dadurch oder Ansehen oder was weiß ich. Sie verliert gar nichts. Das heißt, normalerweise man versucht zwar Schaden zu machen, damit der Kampf schneller vorbeigeht, aber ne, man stirbt nicht. Oh. Ja. Ich bin hier vollkommen falsch. Ich wollte eigentlich Richtung Leuchtfeuer. Ja. Oh. Und jetzt werde ich beschworen mit 36 Seelen. Kann ich noch schnell was trinken? Ich hab was getrunken, aber ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Hallo, andere Frau. Und wieder Paige. Was mich irgendwie darauf schließen lässt, dass das alles Neulinge sind, die einfach den nächstbesten NPC mitnehmen. Und ja, du hast auch schon gelernt, wie man Emotes benutzt. Das ist sehr schön. Jo, einer. Ja, mitten in die Attacke reingespawnt. So, Abstand nehmen. Und sie ist eine Nahkämpferin, also richtig Schwert, Schild und alles. Das könnte garstig werden. Aber Pate hat gerade die Akku. Also spamme ich einfach meine 30 Pfeile in ihn rein, ist gut. So, achso, genau, gucken wie viel Siegen. Ich habe 15.600. Nur mal zu sehen, wie viel und wie groß mein Anteil ist beim Helfen. Nein, nicht du. Du darfst nicht sterben. Trink einen Trank. Genau, hat sie getrunken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Zauberer in Bosskämpfen mit mehreren Spielern sind ja vollkommen gechillt. Ich stehe nur da und spam R1. Oh oh. Geh weg und trink was. Geh weg und trink was. Geh schneller weg und trink was. Genau. Pate wird verprügelt. Trink noch was. Du hast... Das ist eine halbe Leben. Der One-Hit. Au. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, sie bedankt sich. Also ja, es war natürlich mein Fehler. Ich war zu nah dran. Hätte vorher was trinken sollen oder mehr Abstand nehmen oder was auch immer. Aber dass ich jetzt zweimal hatte. Der Boss war zweimal tot, verdammt. Und ich habe nichts abbekommen. Okay. Ich gehe jetzt. Mal schon eine Leiche runtergefallen. Ist gar keine Leiche. Wir gehen jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Aktivieren das Leuchtfeuer, damit ich endlich neue Sprüche habe. Hoch. Und dann gehe ich wieder runter zu diesem Riesen, weil ich will... Oh, warte. Wir sollten vor uns die Seelen ausgeben. Das wird langsam ein bisschen doof. Also du, Travel, Majula, dahin. Ja. Also das ist wirklich beide Male. Einmal stirbt sie und wir töten den Boss. Und dann sterb ich und sie tötet den Boss. Eine Sekunde später. Hallo. Ja, ich bin der Bearer of the Curse. Level up. Ich hätte gerne Vigor. Ich hätte gerne Int. Ja, ganz schön was bekommen, ne? Na ja gut, nochmal Vigor. Weil wir wollen ja auch irgendwann das Loch runterspringen können. So, bestätigen. Wusch.
476 Seelen noch. Okay. So. Also theoretisch könnten wir nächste Folge wieder dahin gehen und den Riesen diesmal wirklich versuchen zu helfen. Aber es bringt eigentlich nicht so viel, weil wir sind noch in menschlicher Gestalt. Und das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum man anderen Leuten eigentlich bei Bossen hilft. Weil man schon hollow ist und nur noch 50% maximaler Lebenspunkte hat, das ist nicht so schön, damit rumzulaufen. Man will nicht immer Human Effigies benutzen. Deswegen hilft man anderen Spielern, dadurch bekommt man Seelen und man bekommt die Menschlichkeit wiederhergestellt. Also zumindest menschliche Aussehen hier. Und das ist schon mal recht praktisch. Das heißt eigentlich, ne, bringt es nicht so viel, da hier zu helfen. Nur mein Ehrgeiz war so ein bisschen angekratzt. Aber macht auf jeden Fall Spaß, Multiplayer zu machen in Dark Souls 2. Ist alles schön entspannt, geht alles relativ schnell. Und es bringt vor allen Dingen auch gut was. Aber gut, also nächste Folge eventuell Riese, wobei ich nicht so viel Sinn drin sehe jetzt gerade, außer ne, for the lols. Und sonst halt weiter in der Story. Weil wir haben ja den Forest noch nicht zu Ende gemacht. Wir müssen auch noch rausfinden, wo der Schlüssel passt. Richtig? Richtig. Das müssen wir auch noch rausfinden. Also bis gleich.